Über die Fragensammlung im Kurs können Sie die Fragen verwalten, die bereits in einem Test angelegt wurden. Sie können hier aber auch direkt Fragen anlegen und sie dann in einem oder mehreren Tests hinzufügen. Der Vorteil der Fragensammlung ist, dass die dort angelegten Fragen auch als Zufallsfragen zu Tests hinzugefügt werden können. Die Fragensammlung finden Sie im Kursmenü unter Mehr und dann Fragensammlung. Hier sehen Sie alle Fragen, die in diesem Kurs bereits angelegt wurden. Automatisch werden die Fragen in die Kategorie Standard für und dann der Kursname angelegt. Wenn manuell weitere Kategorien angelegt wurden, kann man hier die angezeigte Kategorie wechseln. Interessant ist dazu auch noch dieser Haken. Ist der gesetzt, werden auch die Fragen der Unterkategorie mit angezeigt. In der Standardeinstellung werden nur die Fragentitel in der Übersicht angezeigt. Auf Wunsch kann aber auch der Fragentext oder der Fragentext inklusive der eingefügten Bilder und Medien angezeigt werden. Die weiteren Details der Fragenübersicht sehen wir uns gleich noch an. Mit dem Dropdown-Feld hier oben kann man auf die Kategorie wechseln. Hier wird die Standardkategorie angezeigt. Über diesen Button kann eine neue Kategorie angelegt werden. Hier oben kann die übergeordnete Kategorie ausgewählt werden. Wir lassen den Standard drin. Die Kategorie bekommt einen Namen und auf Wunsch eine Beschreibung. Jetzt wird die neue Kategorie als Unterkategorie angezeigt. Wir legen nun eine weitere Unterkategorie an. Man kann hier jetzt auch direkt auf den Namen der Kategorie klicken und kommt dann wieder zur Fragenübersicht, in der dann gleich die neue Kategorie ausgewählt ist. Auch in der Kategorieauswahl sind unsere beiden neu angelegten Kategorien zu sehen. Wir legen hier jetzt drei Multiple-Choice-Fragen an. Dabei erlauben wir jeweils nur eine Antwort. Es gibt wieder 100% für die richtige Antwort und keine Bewertung für die falschen Antworten. Wenn eine Frage jetzt noch nicht zur Verwendung gedacht ist, kann man sie entweder direkt beim Anlegen oder hier hinterher auf Entwurf stellen. Fragen im Entwurfsstatus können nicht zu Tests hinzugefügt werden. Angelegte Fragen können hier bearbeitet werden. Wir ändern jetzt den Fragentext und speichern die Frage. Nun wird unter Version bei der Frage angezeigt, dass es sich um die zweite Version dieser Frage handelt. Klickt man auf die Vorschau, wird hier auch nochmal die Version angezeigt, mit dem Hinweis, dass es sich bei dieser Version um die letzte handelt. Über Verlauf werden alle Versionen einer Frage angezeigt. In der Spalte Kommentare können Sie jetzt jede Frage bzw. jede Frageversion kommentieren. Die Kommentare sind für alle Personen in einer lehrenden Rolle im Kurs sichtbar. In diesem Bereich wird die Statistik zur jeweiligen Frage angezeigt, mit einem Hinweis, ob die Frage überarbeitet werden soll. Da die Fragen noch nicht in einem Test verwendet wurden, ist keine Statistik zu sehen. Hier sehen Sie die Anzahl der Tests, in denen die jeweilige Frage eingebaut ist und hier, wann der letzte Testversuch mit dieser Frage durchgeführt wurde. Wir legen jetzt einen Test an und fügen die Fragen dort hinzu. Für die Testkonfiguration belassen wir jetzt die Standardwerte. Zu den möglichen Konfigurationen eines Tests können Sie sich gerne das Video zum Test ansehen. Die Fragen aus der Fragensammlung können nun beispielsweise über Aus der Fragensammlung hinzugefügt werden. Dabei können Sie hier die Kategorie auswählen und sich auf Wunsch den Fragentext und die Medien mit anzeigen lassen. Sie bekommen dann die Fragen in dieser Kategorie angezeigt und können einzelne oder alle Fragen hinzufügen. Die Frage, die im Entwurfsstatus steht, wird hier nicht mit angezeigt und kann auch nicht ausgewählt werden. Alternativ können Sie die Fragen auch als Zufallsfragen hinzufügen. Dabei bekommen Sie auch wieder eine Ansicht der Fragen in einer Kategorie und sehen an dieser Stelle die Anzahl der enthaltenen Fragen. Die Frage im Entwurfsstatus wird auch in diesem Fall nicht angezeigt. Über dieses Feld können Sie auswählen, wie viele Fragen eingefügt werden sollen. Achtung! Moodle prüft an dieser Stelle nicht, ob diese beiden Angaben zueinander passen. Sie müssen hier selbst darauf achten, dass Sie nicht mehr Fragen hinzufügen, als in der Kategorie enthalten sind. Ansonsten bekommen Studierende eine Fehlermeldung, wenn sie den Test starten. Im Test sehen Sie jetzt die Zahl der Zufallsfragen aus der jeweiligen Kategorie. Jedem Studierenden werden nun beim jeweiligen Start des Versuchs zwei zufällige Fragen aus dieser Kategorie zugeordnet. In unserem Beispiel ist das etwas sinnfrei, da es nur zwei Fragen in der Kategorie gibt und so auf jeden Fall beide Fragen im Test vorkommen werden. Wenn Sie jedoch eine größere Menge an Fragen in Ihrer Kategorie haben, sehen die Tests bei den Studierenden sehr unterschiedlich aus. Moodle stellt sicher, dass niemand die gleiche Frage zweimal bekommt. Allerdings kann es durchaus vorkommen, dass eine Frage bei mehreren Studierenden im Test auftaucht. Sobald es mehrere Testversuche gibt, wird auch die Statistik angezeigt. Wir sehen, dass die Fragen in einem Test verwendet wurden und dass es vier Versuche gab. Wann der letzte Versuch erfolgte, sieht man hier. Mit einem Leichtigkeitsindex von 75% sind die Fragen den Studierenden offensichtlich nicht sehr schwer gefallen. Falls hier Werte von nahe 100 oder 0% angezeigt werden, sind die jeweiligen Fragen vermutlich zu schwer oder zu leicht.
Die Trennschärfe stellt den Zusammenhang zwischen der erreichten Punktzahl bei einer konkreten Frage und der erreichten Punktzahl im gesamten Test dar. Ist einer dieser beiden Werte problematisch, wird eine Nachbesserung der Frage empfohlen. Wenn Sie Fragen von einem Kurs in einen anderen kopieren möchten, können Sie hier entweder eine einzelne Frage als Moodle XML-Datei herunterladen oder hier über Export eine komplette Kategorie. Hier wählen Sie die Kategorie aus und setzen das Dateiformat auf Moodle XML-Format. Über Fragen in Datei exportieren können Sie die Datei erstellen und herunterladen. In einem anderen Kurs gehen Sie dann auch wieder auf die Fragensammlung und wechseln hier auf Import. Hier muss wieder das Dateiformat auf Moodle XML-Format eingestellt werden. Die Datei wird dann einfach hier hochgeladen. Hier sehen wir die Titel der Fragen, die importiert wurden und nun auch zusammen mit der Kategorie in dem anderen Kurs in der Fragensammlung sind. Kategorien können hier gelöscht werden. Wenn Sie eine Kategorie löschen, in der Fragen enthalten sind, löscht Moodle diese Fragen nicht mit, sondern verschiebt sie in eine andere Kategorie im Kurs. Leere Kategorien können direkt gelöscht werden. Über diese Auswahl können Sie einzelne oder mehrere Fragen markieren und dann entweder verschieben oder löschen. Eine einzelne Frage kann auch hier gelöscht werden. Verwendete Fragen werden nicht vollständig gelöscht, sondern in der Kategorie nur ausgeblendet. Über Auch alte Fragen anzeigen werden diese Fragen dann wieder mit angezeigt.